Ich habe es mir selbst geholt. Ja, natürlich. Ich bin selber immer wieder geschockt und überrascht, wie gerne die Leute immer noch Printmagazine lesen. Ja. Mache ich eigentlich gar nicht mehr. Ich lese alles immer noch auf dem iPad als E-Paper und finde das auch total sinnvoll. Aber es gibt immer noch so viele Leute, klar, die alte Generation, der habe ich das eh unterstellt, weil die kennen das ja nur so mit Papier und verstehe ich auch. Aber das auch die neue Generation. Das ich sag's dir. 18, 19, 20, nee, ich lese lieber Papier. Das ist besser, da kann ich mir nur Notiz machen und so. Kannst du auf dem iPad auch. Ja. Aber irgendwie ist es so, ich weiß nicht. Also ich kann dir eine Sache sagen. Ich bin ja auch Mitglied im VDZ. Also das ist der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Es sind natürlich nur ganz wenige Unternehmen drin, weil so viele Zeitschriften gibt es ja auch wieder nicht. Mhm. Und wir haben eine Studie gemacht. Und in der Studie kam raus, dass das Medium mit der höchsten Vertrauensrate in Deutschland immer noch Papier ist. Also bevor Fernsehen und Radio und wie das alles heißt, kommt ganz, ganz oben halt die Zeitung oder die Zeitschrift. Warum ist das so? Ich kann es mir nur so erklären, also den Grund haben wir nicht rausgefunden, wir haben es nur rausgefunden, warum, also dass das so ist, aber ich glaube, das hat was mit Physis zu tun, also dass man etwas Echtes in der Hand hat. Ne? Ich glaube, dass wenn ein Leser sagt, das ist eine so wertvolle Information, dass sie sogar jemand auf dem Papier gedruckt hat. Mhm. Ich glaube, damit hat das irgendwie. Es ist auch dieser Effekt mit Autoren. Es gibt einige Autoren, die werden so gefeiert, wo ich sage, nee, ich kenne den Autor, wenn du ihn vorher kennengelernt hättest, hätte ich niemals ein Buch gelesen. Aber es ist einfach, wenn es geschrieben ist, ist es draus und viele haben auch das Gefühl, es kann nicht geändert werden. Ja. Das ist unumstößlich irgendwie. Das stimmt schon. Ja. Nein, aber auch heute gibt es ja nicht wirklich ein Magazinsterben, sondern ein Printsterben. Und damit hast du ja recht. Also die Auflagen der Printmagazine gehen ja runter. Bei uns ist es halt umgekehrt. So, bei uns wollen die Leute immer mehr Print bestellen. Finde ich eigentlich selber doof. Okay. Also ich bin niemand, der jetzt irgendwie sagt, ach, die ganzen Bäume abholzen und die ganzen Diesel-LKWs da raus. Das ist ja halt blöd eigentlich. Ne? Ökologisch ist es ja der totale Schwachsinn. Wirtschaftlich ist es auch Schwachsinn. Mhm. Weil alleine die Produktion und der Vertrieb und die Vernichtung nachher, ich meine, die ganzen Magazine, die nicht verkauft werden im Handel, die werden ja einfach in den Papierkorb geschmissen. Krass. Und kostet ja alles Geld. Und also ich finde das ja unlogisch. Und E-Paper sind auch viel billiger und bla bla bla. Aber wir geben den Leuten natürlich das, was sie wollen. Ne? So, give the people what they want to have, not what you want them to have. Yeah. Oder irgendwas ähnliches. Aber das ist genau das, was Marketing ist. Marketing macht drei Dinge, wenn es um Verkauf geht. Du verkaufst nicht dein Produkt, du verkaufst nicht deine Idee, sondern was du machst, ist, du hilfst Leuten, ihre Ziele, also das, was sie wollen, schneller zu erreichen, leichter zu erreichen oder halt mehr in kürzerer Zeit. Mm. Und dein Produkt ist sozusagen der Vehikel, um dieses Ziel für sie zu erreichen. Ja, also unsere festen Abonnenten sind tatsächlich alles irgendwie Printfreaks. Was wir aber ja machen, weil es kommt ja in erster Linie auf die Verbreitung an. Ich will ja einen Leser haben. Ja, genau. In erster Linie. Ja. Klar, wenn der nachher treu ist, im zweiten Schritt und Abonnent wird, super. Genau. Aber ich will ja erstmal Verbreitung und Leser haben. Ist ja auch für meine Kunden wichtig, die im Magazin sind. Du musst sagen, dazu so und so viele Leute lesen lassen. Genau. So, und deswegen haben wir natürlich sehr, sehr viele E-Paper-Kooperationen aufgebaut. Ja. Mit Airlines und mit der Bahn in Deutschland, Österreich und Schweiz und mit Hotelketten und so weiter, ne? Mit anderen Lobbys, Cafés, McDonalds, bla bla bla, überall, wo du sozusagen in einem Hotspot oder sowas ähnliches, local-based, dich sozusagen ins WLAN einloggen kannst und kostenlos dann die Bunte, die Bild und das Erfolg-Magazin und das Sachwelt-Magazin lesen kannst. Und dadurch kriegen wir natürlich eine massive Verbreitung und dadurch kriegen wir aber auch die Leute, die normalerweise an uns vorbeilaufen würden, die sehen uns auf dem Bildschirm, gucken das rein und sagen, hey, ist ja mega, das sind ja richtig geile Themen drin, tolle Stories und Interviews und bla bla bla. Und die gehen dann nachher nochmal hin und abonnieren sich das dann. Ne? Ach, klasse. Ja. Geil. Also ist ein bisschen eine abgefahren geile Story.